Meine Damen und Herren, ich wollte Ihnen zum Anfang der Woche ein paar Erkenntnisse, die unsere Nachverfolger der Corona-Krankheiten rausgearbeitet haben, mitteilen, die, glaube ich, wirklich interessant sind und die zum Teil auch, finde ich, Grund zu verhaltenem Optimismus geben. Zum einen ist es die Kurve, wie viel Anteil welche Altersgruppe an Corona hat. Und da ist die wirklich wichtige Botschaft, dass Sie bei den älteren über 80-Jährigen deutlich runtergeht, und zwar relativ steil. Und da sieht man, dass die Impfung wirkt. Und das ist, glaube ich, wirklich die gute Nachricht, die Impfung wirkt. Und wir wissen ja auch, dass an vielen Stellen inzwischen man relativ optimistisch ist, dass sie auch gegen die Mutanten wirkt. Und damit haben wir einen Schutz. Und wir wissen, je mehr geimpft wird, umso bessere Wirkung hat es für die gesamte Gruppe. Der zweite Teil, der interessant ist, ist, dass der Anteil der 10- bis 19-Jährigen im Moment relativ stark zunimmt. Und das ist deshalb interessant, weil das eigentlich die sind, die nicht zur Schule gehen, sondern nur in den Endklassen. Während es in der Gruppe bis 10 in den Grundschulen, wo man zur Schule geht, keine Steigerung gibt. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass das, was wir im Sommer auch schon festgestellt haben, dass Schülerinnen und Schüler zwar zur Schule gehen und wenn sie sich anstecken, sie sich aber nicht in der Schule anstecken, sondern meistens im Familienzusammenhang, also eher im privaten Teil, und dass Schule mit Abstand durchaus gut funktionieren kann und dass es wirklich nur sehr wenige Fälle gibt, in denen die Schule selbst der Ansteckungsort ist. Oft übrigens Schülerinnen und Schüler, die aus der Schule gekannt werden, weil die sich privat treffen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, weil wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen. Und dann der Hinweis, es gibt bisher übrigens auch beim RKI, gerade in einer Studie belegt aus der letzten Woche, wenig Hinweise, dass die Schulen wirklich der Ort sind, an dem es größere Übertragung gibt. Das sind, glaube ich, zwei Dinge, die an sich am Ende Mut machen. Der eine Teil, dass es wieder normal losgehen kann. Ich rede öfter mit Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern und die sagen mir, dass sie es richtig freut, dass die Kinder glücklich sind, dass sie in die Schule dürfen. Das hat es früher auch nicht gegeben und das ist doch eigentlich auch was ganz Positives. Ach ja, eins wollte ich noch hinterher schieben. Letzte Woche hatte ich einen netten Kommentar, dass man sehen würde, dass auch ich dringend zum Friseur müsste. Am 2. um 9:30 Uhr habe ich einen Termin.